Yo, was geht, meine Silvelisten? Willkommen zurück zu Fortnite und ihr kennt ja alles sicherlich doch aus Season 6 die Schattensteine. Also die lilanen Steine, die man aktiviert hat und dann ist man unsichtbar geworden und konnte ziemlich weit hoch springen und konnte über die Map schweben. Und ihr seht es auch schon im Hintergrund, ich habe den Effekt bzw. die Animation hier am Laufen, als hätte ich so einen Schattenstein aktiviert. Ich bin halt leider nicht unsichtbar. Und man weiß, es gibt ja die Schattensteine nicht mehr. Aber wie habe ich diesen Glitch hinbekommen? Es ist wirklich ganz simpel. Ihr braucht auch wirklich gar nichts. Ihr braucht eine Kanone. Nur eine Kanone und gibt es ja überall. Am besten geht ihr oben zu dem Piratenschiff hin. Dort sind ja Kanonen ohne Ende. Wenn ihr dann so eine Kanone habt, dann müsst ihr jetzt nur noch einfach die Kanone benutzen. Also ihr geht zu der Kanone hin, drückt Viereck, sodass ihr die Kanone schieben könnt. Jetzt ist es so, ihr drückt jetzt den rechten Stick und Viereck gleichzeitig, also rechter Stick, Viereck, und dann werdet ihr schon die Animation haben. Ihr werdet so komisch am Anfang laufen, als ob ihr gerade tanzt und lauft gleichzeitig, und dann, wenn ihr anfangt zu rennen oder rennen wollt, dann werdet ihr die Animation haben, als ob ihr so einen Schattenstein zu euch genommen habt. Also ihr schwebt dann, aber diese Animation bzw. dieser Effekt ist nur für euch sichtbar. Alle anderen Spieler sehen euch nur ganz normal laufen oder rennen. Also wie gesagt, er ist nur für euch sichtbar. Ich hoffe, euch hat es an sich so gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn es euch gefällt. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.